Herzlich willkommen zur nächsten Folge Shell Shock Live mit Hendrik und mir. Schönen guten Tag. Guten Abend. Und wir haben heute was ganz Feines in der Empfehlung. Erstmal sind wir natürlich in einem Team mit dem Level 84er, das ist cool. Wir haben was ganz Spezielles auf dem Programm. Und das weiß Hendrik noch nicht, aber er war eben dabei. Wir haben uns unsere alte Minecraft Season 2 angesehen. Oh ja. Und Leute, 99 Folgen pure Unterhaltung, pure Ironie, Sarkasmus, Saltiness. Zu dem Zeitpunkt hat man noch gar nicht so von Salt oder so geredet. Das war halt einfach nur, unendliche Aufregung und das war schon sehr, sehr interessant. Also was wir, glaube ich, empfehlen können, sind Folge 17, 18, 19. Dann, also Minecraft Season 2, ja, von Didi, der Denker lohnt sich auf jeden Fall. Das ist super, wirklich, jetzt so im Nachhinein. Warte mal kurz, ich mach mal Musik an. Oh, nein, nicht jetzt auch noch. Nein, Spaß. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Oh, Junge. Komm, try nade. Das war zu gut. Oh nein. Ist die nächste. Ja! Das war wirklich zu gut. Also Folge 17, 18, 19 ist die übelste Saltiness. Vielleicht auch so ein bisschen rechtsradikal, aber... Wobei, nee, es ist auch viel, viel Zensur. Sowohl Ton als auch Bild. Schwarzer Balken. Mit dem Bild, da wurden so ein paar... Das ist gar nicht mehr so schlimm, das waren halt einfach nur Adressen oder Nachnamen von uns oder so. Meiner ist übrigens mittlerweile echt offiziell, weil ich ein Impressum anlegen musste. Oh ja. Und, Ich höre nichts mehr. Nee. Boah, ist das laut. Aber damals immer die Nachnamen und vor allem die Adressen gepiept. Leo war der Server-Admin und hat mir dann beispielsweise meine Adresse über den ganzen Bildschirm als User angezeigt. Subsniper? Oh, ich hab mich vertippt. Komm, Subsniper, wenn du jetzt triffst, ist Sven da jetzt natürlich. Aber die sind schlau, die gehen auf unseren Level 84er. Nee, aber super cool. Was hatten wir eben noch für eine Folge mit HSE24? Also die heißt auf jeden Fall... Folge 70 ist das. Okay, 70. Und die nachfolgenden, das heißt HSE24, Dauerwerbesendung und Online-Shopping. Also ich denke, man braucht den Humor und das ist für uns persönlich super, super witzig gewesen. Vor allem wohl unerwartet, aber. Also wir haben eine Bongo, die im Hintergrund spielt. Und dann labern wir einfach die Werbung oben drauf. Man könnte locker sowas wie Sowjetwombel daraus machen. Kennst du das? Hendrik? Was wird das denn jetzt? Hörst du mich? Nein! Bis eben gerade nicht, mein Spiel war zu laut. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Das habe ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung, ey. Vor allem setze ich halt eine Schüssel in den Sand, aber es geht halt heute um den Spaß. So wie immer natürlich. Achso, kennst du Sowjetwombel? Hendrik? Ja. Kennst du Sowjetwombel? Ja. Okay, nice. Das ist so geil. Sowas, das hat Leo mir mal gezeigt. Ja, genau. Sowas könnte man locker mit dieser Minecraft-Folge, die wir gerade geguckt haben, machen. Ich habe heute richtige Scheißwaffen. Dafür bräuchten wir den Inder. Nee, Leo macht einfach eine Dauerwerbesendung. Man könnte halt echt so Zusammenschnitte machen. Das ist halt nicht Englisch, das kommt halt null an. Mit unserer Reichweite. Oh, nice, trifft der mal, ey. 120 mit dem Krieg. Und 80 kriege ich Damage vom Backroller, ist klar. Schön gecrittet. Eieiei. Und was wir uns gleich noch angucken wollen, was wir uns aber noch nicht angeguckt haben, das war, glaube ich, Folge 89, 90, 91 oder 90, 91, 92. Das ist die Eröffnungsshow in meinem Theater. Ich habe quasi die ganze Season über ein riesengroßes Theater gebaut. Die Eröffnungsshow. Hendrik und ich saßen in den Rängen und Leo und Felix haben vorgetragen. Das heißt, glaube ich, Eröffnungsshow Piep. Ja, der Name ist Piep. Weil natürlich auch dort wieder einige Lehrernamen und Schülernamen und Nachnamen gefallen sind. Oh, ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Und unser Level 84er ist down. Und das ist super witzig. Diese Eröffnungsshow, vor allem das war vollkommen improvisiert, die haben sich nicht abgesprochen und dafür eigentlich wirklich voll die lustige Show abgeliefert. Ich hatte voll die Scheißwaffen und hab dir damit jetzt, glaube ich, fast 200 Damage zusammen gemacht mit den letzten beiden Waffen. Die hätte ich mal öfter nehmen sollen. Und jetzt wird der hier mit einem Mega-Earthquake richtig langsam und blöd gefinisht. Gib mir die Nuke.
Ah. Ich werde jetzt sterben. Ich weiß nicht, was das für Waffen sind. Skeleton hört sich gut an. Nö, ich will den Kill. Ich will heute den Kill. Oh. Boah, ich überleb's. Da war vielleicht doch der. Nee, oh, zu früh gefreut. Ja, ich bin tot. Mann. Klassischer Fall von zu früh gefreut. Zeig. Das gibt ein GG. Achso, und was nach der Eröffnungsshow kommt, ist eine Peep Compilation. Und dann, wie hieß das, Hendrik? Das war die Folge, die du noch meintest. Eben gerade zum Schluss. Was war da noch? Oh, Didi der Nichtdenker, das gab's ja auch noch. Den Twitter-Account gibt's sogar noch. Es gibt noch den Twitter-Account Didi der Nichtdenker, wo alle von unserem Titelbild. Sogar YouTube-Kanal sind. Ja, wo alle von unserem Hintergrundbild ein Hitlerwärtchen haben. Und wie hießen die? Ich glaube irgendwie Gertrude und Hildegard oder sowas, keine Ahnung. Ja. Komm, einen nehme ich noch mit. Ach so, und Olaf. 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 Oh, Mike, 3 HP. Ja, nein. Komm. Und runterrollen zum 3 HPer. Mann. Yeah. Ja, eine trifft. Ja, safe. Ja. Nice. Ja. Und der killt sie selber. Oh nein. Komm, jetzt Ostrowski. Das wäre richtig OP. Ich hab dummerweise nichts gegen den. Komm, oder? 17 HP. Hau drauf da. I believe I can fly. Auf jeden Fall super cool gerade gesehen. Leo war, glaube ich, jetzt seit über ein, vielleicht sogar 2 Jahren nicht mehr auf dem TS. Na, anderthalb müssen es gewesen sein. Oh, ja! Hat ein Earthquake. Nein! Nein! Ja! Ja! Nein, hast du 2 gekillt? Nice. Aber der eine hat halt fast komplett überlebt. Schade. Ja, unser Level 84er war schnell down. Impotent Unicorn. Und AIDS-Star. Na, jetzt haben wir sie ja zusammen. Trickster ready? Moment, ich muss nur die. Das ist immer noch so laut. Das sollte doch gar nicht mehr so laut sein. Das ist schon eine nice Mucke hier. So, alle sind ready. Nice. Irgendwie vermisse ich die Zeiten ja schon. Wir haben ja 3 Minecraft-Seasons gespielt, immer zu Weihnachten angefangen. Und letztes Weihnachten das erste Mal, dass wir es ausgelassen haben. Oh, das finde ich gut. Abwechselnde Spawn-Punkte. Lag aber auch daran, dass an Weihnachten keiner einen Computer hatte. Das stimmt. Ja, und so ist es einfach ein Zeitproblem, ne? Leo sowieso. Wir haben es ja für FIFA relativ gut hingekriegt, aber zu zweit so eine Minecraft-Season, das ist nicht das, was es eigentlich mal war. Ja, aber es hätte nicht mehr den Unterhaltungswert. Nee. Was nicht heißt. Direkt die Waffe verkackt. Dass man das wieder absolut auf die Spitze treiben muss. Aber. Also, es war schon. War schon echt geil, aber auch die ersten 2 Seasons, wo war man noch nicht so wirklich mit, ne, ich sag mal, Trollen und Zensieren und einfach so richtig Aufspitzeln gespielt haben. War halt auch schon nice. Wobei Aufspitzeln war schon dabei, so ein bisschen mit TNT immer rumgewerkelt. Oh ja. Oh, und oh mein Gott, das wurde ja nie veröffentlicht, unsere erste Minecraft-Season. Ich habe das noch so vor Augen, wie Leo über seinem Haus, was ja in diesem Tal oder an diesem Berg lag, dort hat er ja als Admin. Nein! Fuck. Der hat dort ja als Admin so richtig viele TNTs gespawnt, so keine Ahnung, 900 Stück oder so. Und dann hat er sich TNT angemacht. Und ich hab das noch so im Kopf, dieses TNT. Ja. Ja, das hatte definitiv was. Das war fast sogar mit die beste Season, obwohl wir die nicht aufgenommen haben. Danach die Season, was hatte ich da gebaut? Stimmt, dieses möchte gern moderne Haus, wo ihr mir dann meinen ganzen Bereich weggebombt habt. Oh, ja. Den Moment habe ich auch noch so im Kopf, wie ich zu meinem Bereich zurückkomme und denke, das ist irgendwie so ein Clipping-Fehler oder so. Irgendwie so, die Map hat nicht geladen oder so.
Und, oh, oh, ich hätte mich bewegen sollen. Oh, doch, gut. Und dann habt ihr einfach wirklich meinen Bereich da weggebombt. Vor allem, da hattest du ja noch diese zweite Base da irgendwo versteckt. Ja, genau. Das war auch so lustig, weil ich hab die ja durch Zufall einfach gefunden, weil ich da einfach irgendwo rumgelaufen bin und plötzlich so, oh, da ist eine Base. Hm, naja. Ja. So viel zum Thema gut versteckt. Ja, naja, gut, es waren, wie viel, waren vielleicht 100 Blöcke weg oder so. Komm. Hä, was schreibt denn Just Mike dabei? Ach ne, das war die Pinata. Sorry. Das war nicht der Disco Ball. Ich glaube, der will, dass ich auf den anderen mitgehe, aber es ist doch schlauer, wenn einer erst down ist. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob das klappt, das könnte der Fail des Jahrhunderts werden. Oh, bitte. Bitte. Ja! Ja! Nice! Hätte aber noch mehr machen können. War ziemlich close. Close, close, close. Das ist auch einer dieser Jokes von SpongeBob, die im Englischen einfach komplett, also die irgendwie anders sind. Mhm. Weil im Englischen ist das ja, er hat Angst vor Santa Claus und dann kommt so ein Ho, ho, ho. Ja, das ist so. Okay. Nee, aber abschließend zu Minecraft, damit wir da jetzt nicht die ganze Folge drauf rumreiten, war ja nur drei Viertel der Folge. Irgendwann müssen wir das nochmal wieder machen. Komm. Oh, ja, nein, ich, der sitzt. Nein, der sitzt nicht. Nein. Fuck. Wenn ich das schon sehe, hier Mini-Ping an der fünften Runde, gibt's hier keine besseren Waffen oder was? Wahrscheinlich nicht. Level 68er im Team und du warst es ja nicht, der ihn geschossen hat. Tschüss. We can talk. Was man aber außerhalb von Minecraft noch empfehlen kann, ist natürlich FIFA. Was wir da alles rausgeholt haben die Saison. Oh, das wird jetzt erstmal ein Self-Kill. 199 Spiele. Ne, sogar mehr. 199 Folgen. Teilweise waren ja Spielabbrüche dabei. Oh, nice Shot. Und Folge 200, fast alle Tore zusammen, kriegt man auf jeden Fall safe einen Hörsturz. War für mich sehr, sehr anstrengend zu schneiden. Glaube ich dir. Oh, ich habe die Killer Bees, das ist nice. Ich glaube, die sind ganz gut, die hatte ich noch nie. Die habe ich auch gar nicht freigeschaltet. Die setze ich mir jetzt da runter und dann finishen wir den. Wobei, der geht mit dem Zweifel auf dem anderen. Nein, hä? Hatte der nicht die Kurve? Der hat eben gut getroffen. Hm. Aber das ist es, guck mal, er geht jetzt auf den. Ja. Und dieser 8-Star, ja, der ist zwar low life, aber der kann immer noch schießen. Hätte der eben mit drauf geschossen, wäre der jetzt down. Und ich könnte nicht getroffen werden. Jedenfalls nicht von 8-Star. Naja. Okay, hat sich zum Glück selbst Schaden gemacht. Komm, wenn die davon einer trifft, ist es ein Teamkill. Knapp. Was ist ein Boomerang? Ne, jetzt mache ich mal keine Spielränzchen. Den müsste ich mal safe machen. Ach, ich mache auch Teamschaden. Tja, moin.
So, jetzt habe ich natürlich eine gute Position. Mit meinem wenigen Leben. Nein, jetzt kriege ich ihn. Oh, das ist eklig doch. Lol. Ah, fuck. Oh, das lief ja doch ganz gut. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it. Feel alright, baby. I'm out with her. Ja? Oh, ja? Shit. Ja? Okay. Und links rüber. Ja, moin. Nein, so weit weg. Das geht besser. Besser. Ey, das ist aber auch so eine kleine Chat-Hure, oder? Der ist ja seit Runde 1 hier nur am Schreien. Ja. Komm, geh weg, geh weg. Ui. Ja, der hat mich nicht getroffen. Och, nö. Waste-Runde. Habe ich einen Subsniper oder sowas? Komm, Guppies. Na komm, probier ich auch mal einen. Oh nee, warte, das wird voll der Skillshot, Alter. Ja moin, da kommt er! I feel you. I just wanna feel real love to the home that I live in. Cause I got too much love running through my veins. Going to waste. And I need to feel real love around my arms. Komm, oh nice, bitte. Das war das Geräusch von neuen Waffen. Ich hab Torpedo, aber ich brauche erstmal eine gute Waffe. Weißt du, was macht ein Firework? Ja, das ist gut. Das ist ähnlich wie Pinata, das geht in alle Richtungen und macht. Aber es trifft dich auch, wenn du auf den rechts gehst. Also das hat halt Moment. Eine ziemlich große Range. Ja, so ist gut. Und dann rechts. Ja, schön rechts rüber. Nein! Fuck! Lol. Was hast du denn gemacht? Gar nichts. Aber der hat. Just Mike hat mich fast getroffen. Weil der quer über die Map rüber geschossen hat. Ah, solange das nur fast ist, was ein Clever, das kenne ich auch gar nicht. Ah, Lol, jetzt ist der hier oben. Torpedos ist von irgendwas. Vom. Irgendeine Erweiterung. Nee, muss nicht sein. Irgendeine Erweiterungsstufe. Lol. Ui. Hast du ihn nicht getroffen oder hast du? Nein, ich habe letzte Runde nichts abfeuern können, weil ich zu lange gebraucht habe. Achso, der hat den Schenk benutzt. Okay, ich war gerade. Konfust. Komm. Oh, nice Schenk. Oh, komm, das wird ein One-Hit, oder? Wie viel HP hat denn der? Das buggt bei mir rum. 91? Nee, das wird nichts. Oh ja, der hat noch viel. Oh Mann, ich bin tot, aber er ist auch gleich er tot. Er dann auch, also, wenn, ja, 11 HP. Das kriegen wir hin. Nein, 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 nein. Damn, Moschizzle-Diddle. Ja, nein. Oh, fuck. Das wäre geil, wenn deine Explosion ihn mitgenommen hätte. I live. Ne, ja, live ist er richtig. Ne, okay, das war dumm. Was haut der denn raus? Da Runde 11 und der haut die Moons raus. Wie es abgeht. Oh nein, ich hätte den töten sollen, dann hätte er deine Waffe nicht gekriegt. Das verlieren wir noch, Mike. Hör doch mal auf zu schreiben. Gigi. Ich hab eine blöde Kurve. So, komm. Ostrowski! Ein HP! Nein! Hätte nicht einer von denen noch treffen können. Oh, jetzt schreibt er mich auch noch.
Ach nee, jetzt ist dann T. Ich wollte N in Klammern OB schreiben. Ich hab T hingemacht. Aber bitte kein Crit Backroller. Das Firework. Das Baby of Fire. Oh, ich will ihn wenigstens mit Stil finishen. Pass auf. Lol. Ja. Das war knapp, ey. So, jetzt verkackt der und ich habe keine gute Waffe. Wobei, wenn man die richtig einsetzt, sind alle gut, ne? Ich probiere, glaube ich, mal Klaffer aus. Ich weiß nicht, was das ist. Oder ich probiere gar nichts mehr aus. Ui. What? Die ist ja ganz schön gut. Nein, nein, nein. Reicht der? Der macht 30, oder? No! Oh, das ist noch richtig knapp geworden. Alright. So, haben wir coole Musik zum Abschluss hier? Nee, gar keine? Will keiner? Okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, reicht das auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.